Am 5. Dezember ist Heiko Zienert verstorben. DGS war nicht immer selbstverständlich. Es brauchte engagierte Vorkämpfer wie ihn, bis sie sich durchsetzen konnte. Mit unserem Porträt von 2006 wollen wir heute an ihn erinnern. Ja, das ist leider Pech. Ich bin gar kein waschechter Hamburger, obwohl ich hier 45 Jahre gelebt habe. Wo ich geboren bin, habe ich genauso meine Liebe zum Norden und zur frischen Brise von der See mitgekriegt. In Bremerhaven. Ist ja nur ein Katzensprung. Dort wurde ich aber nur geboren. Mein Vater war Berufssoldat und deshalb mussten wir ständig umziehen. Irgendwann ist die Familie dann in Hamburg sesshaft geworden. Der Vater machte Karriere und wurde Obermaat bei der Marine. In seiner blauen Uniform brachte er täglich Klein Heiko in die Gehörlosenschule. Wo er auf der Schulbank den zweiten Musketier kennenlernte, Alexander von Mayenne. Heiko und ich, wir kennen uns seit der Gehörlosenschule. Wir gingen in dieselbe Klasse und saßen sogar nebeneinander. Ich kam von der Grundschule in Hildesheim an die Realschule nach Hamburg. Heiko aus Schleswig-Holstein. So lernten wir uns kennen. Er war in Hildesheim auch in einem Heim aufgewachsen, so wie ich. Schon bei der ersten Unterhaltung stritten wir uns um unsere Dialekte. Du hast falsch gebärdet, das geht ganz anders und so weiter. Heiko war schon früh reif und sehr cool. Alle waren seine Freunde. Ich war nur Mitläufer. Einmal habe ich ihn zu Hause besucht. Er wollte unbedingt Zigaretten rauchen. Mittlerweile rauchte er seine Pfeife. Die Eltern waren im Zimmer nebenan. Wir plauderten und Heiko qualmte die ganze Zeit. Plötzlich kam die Mutter rein. Sie war ganz schön streng. Der Vater war da eher locker, aber die Mutter, mein lieber Schwan. Plötzlich stand sie da. Heiko bekam einen Riesenschreck und gab mir schnell seine Zigarette. Die Mutter: Was riecht hier so, Heiko? Der wies jede Schuld von sich. Ich sagte, ich rauche. Da ging sie wieder und ich gab Heiko seine Zigarette zurück. Die drei Musketiere beim Abschiedstrunk im Oktober 2006 in Hamburg. Mit Wolfgang Schmidt, dem dritten im Bunde. Wolfgang ist ein außergewöhnlicher Mensch. Wir waren einige Gehörlose, die sich heiße Diskussionen lieferten. Und wir haben ihn, glaube ich, beim Fußball oder einem anderen Sporttreffen kennengelernt. Wolfgang, Alexander, ich, Gerd Hommel und Heiko Heidmann. Wir waren eine richtig selbstbewusste Gruppe. Wir kamen auf die Idee, uns neben dem Sport auch politisch zu betätigen. Dabei konzentrierten wir uns zunächst auf die Schulbildung und die Verbesserung der Berufsmöglichkeiten für Gehörlose. Damals in den 70er Jahren waren wir mitten in einer allgemeinen Protestzeit.
Wir waren stark von der 68er-Bewegung beeinflusst. Wir gründeten deshalb eine Zeitung mit dem Titel AIG, Aktuelle Information für Gehörlose. Vorher hatten wir schon das Infoblatt Aktion 71. Unsere Infos waren politisch extrem links angesiedelt. Wir waren gegen Unterdrückung durch Autoritäten und Politiker und klärten die Gehörlosen auf, dass es auch linke Parteien gibt, wie Kommunisten oder Sozialisten, die anderer Meinung sind als Kapitalisten oder Rechtsextreme. Das wollten wir Gehörlosen bewusst machen. Unsere Themen waren Politik und Sport. Wir haben zum Beispiel den Deutschen Gehörlosensportverband wegen seines autoritären Führungsstils kritisiert, ebenso die Fußballabteilung, weil ihre Leitung zu grob vorgegangen war. Das Ergebnis waren gewaltige Gegenangriffe auf uns. Sie wollten uns stoppen. Aber wir waren froh, dass Gehörlose jetzt auf Missstände aufmerksam wurden und sich eine freie Meinung entwickeln konnte. Nur Texte zu drucken, wäre für die Gehörlosen zu langweilig gewesen. Darum schmückte ich alles mit lustigen Zeichnungen, Witzen, Comicfiguren und so weiter aus. Auch das Thema Sex und nackte Frauen war für uns nicht mehr tabu. Für Hörende war das ja auch selbstverständlich. Die brave deutsche Gehörlosenzeitung schmissen wir damals weg. Als ich damals Ihre Zeitung in die Hand nahm, kam mir sofort das Bild der drei Musketiere in den Sinn. Heiko Zienert, Alexander von Mayenne und Wolfgang Schmidt, sie hatten alle lange Haare und sahen sehr cool aus. Man bekam es direkt mit der Angst zu tun. Früher kam mir Heiko harmlos vor, aber jetzt war er ein lässiger Typ. Es begann damit, dass ich zur Dolmetscherausbildung der Gesellschaft zur Förderung der Gehörlosen in Hamburg geholt wurde. Da habe ich schon unbewusst in der normalen Gebärdensprache, also in DGS, unterrichtet. Das wollte man aber nicht. Ich sollte sauber, lautsprachlich, begleitend unterrichten. Damit kam ich aber gar nicht zurecht. Irgendetwas stimmte nicht. Schließlich bekamen wir einen Workshop von einem Amerikaner angeboten, der mein großes Vorbild wurde. Das war Mike Kemp. Er hatte einen roten Bart, rote Haare und eine Brille wie ich, nur leider keine Pfeife. Er erklärte mir, wie man einen richtigen Kurs für Anfänger aufbaut, zum Beispiel durch Mimik- und Handformspiele. Da hatte er Verschiedenes in seinem Programm zur Förderung der nonverbalen Kommunikation, NVK. In Deutschland hatten wir bisher nur Sätze geübt wie »Ich besuche dich, du besuchst mich« und über Handformen und Ausführungsstellen diskutiert. Aber die Mimik und der emotionale Ausdruck fehlten noch völlig. Du leihst mir. Ich leihe dir. Er leiht mir. In meiner Zeit als Dolmetscherausbilder war mir zwar bewusst, dass wir eine eigene Sprache hatten, nur hatten wir noch keinen Begriff dafür. Wir nannten es Plaudern oder stumm mit den Händen sprechen.
1981/82 flogen dann mein Freund Wolfgang Schmidt sowie Bernd Rehling aus Bremen. Und dann noch Fritz Wisch und eine Frau nach Amerika, um sich dort die Dolmetscherausbildung genauer anzuschauen. Sie waren richtig erschrocken. Die Dolmetscher dort waren unglaublich selbstbewusst, gebärdeten ganz fließend und ohne Stimme. Das war dort selbstverständlich. Aber für die deutschen Gehörlosen war das ein Schock. Auf der Rückreise diskutierten dann Wolfgang Schmidt und Bernd Rehling intensiv über dieses Thema. Als wir aus den USA zurückflogen, hatte ich das Gefühl, etwas gefunden zu haben. Bernd sagte zu mir, wir haben eine eigenständige Gebärdensprache gefunden. Ich dachte, stimmt. Etwas Vergleichbares wie die ASL, die es überall in Amerika gibt und die etwas ganz Besonderes ist, muss es in dieser Art doch auch in Deutschland geben. Warum nicht? Wolfgang erzählte aufgeregt, ich habe unglaubliche Informationen aus Amerika mitgebracht. Es gibt auch eine Gebärdensprache in Deutschland, so wie die ASL in den USA. ASL, was ist das? Ach so, American Sign Language. Er sagte, wir machen es in Deutschland genauso. Wir nennen unsere Sprache jetzt deutsche Gebärdensprache, abgekürzt DGS, okay? Ich war sehr froh, dass wir diesen neuen Begriff hatten, denn international gesehen waren wir Spätzünder. Die meisten Länder waren schon weiter. Nun begannen wir also, den Gehörlosen klarzumachen, was du eben erzählt hast, das ist DGS. DGS, was soll denn das sein? Die deutsche Gebärdensprache, so wie wir sie untereinander benutzen. Einige verstanden das falsch und glaubten, DGS bedeutet Gebärden ohne Mimik und Mundbild. Nein, sagten wir, DGS ist so, wie wir uns schon immer ganz natürlich unterhalten haben, nicht diese steifen Gebärden bei Vorträgen. Wir stießen auf heftigen Widerstand. Das ist doch kein Deutsch. Ihr müsst lautsprachbegleitend gebärden. Wir sagten, nein, unsere DGS funktioniert unabhängig von der deutschen Sprache. Langsam kam ein Wandel in Gang. Und heute ist die DGS für uns selbstverständlich. Gehörlose sind stolz darauf, wie gut sie in DGS sind. Jetzt glauben wir, dass diese Gebärdensprache deutscher Gehörloser eine eigenständige grammatikalische Struktur hat. Und darum denken wir, dass diese Sprache doch mit hörenden Wissenschaftlern erforscht werden soll. Inwieweit, möglicherweise können wir das in Zukunft mit der ASL vergleichen. Dann traten die drei Musketiere zum ersten Mal mit dem neuen Begriff vor die Gehörlosen und schlugen vor, unsere Sprache DGS zu nennen. Ich war damals von ihrem Auftreten mächtig beeindruckt. Vorläufig bezeichnen wir diese Sprache in Gänsefüßchen DGS, das heißt deutsche Gebärdensprache. Zu der Zeit erzählte ich Heiko Stolz von meinem Gebärdenkurs in Münster. Er sah mich prüfend an. Und weiter? Ich meinte, naja, ich unterrichte eben. Mit Stimme, fragte Heiko. Klar, natürlich, die Teilnehmer sind ja hörend. Du bist bescheuert, sagte er. Ich war total perplex. Hast du von klein auf deine Gebärdensprache auch mit Stimme benutzt? Nein. Na also, ihr müsst das endlich lernen. Wirklich, ich habe viel von ihm gelernt und viele meiner Ansichten geändert. Prillwitz traf ich zum ersten Mal in unserem Clubheim. Ich hatte einen Professor mit Anzug und Krawatte erwartet. Aber er war ganz lässig gekleidet. Wir kamen ins Gespräch. Er war Linguist, ein Sprachwissenschaftler vom Germanischen Institut der Universität, also auf alles spezialisiert, was mit Deutsch zu tun hatte. Warum er zu uns kam? Die Hamburger Gehörlosenschule hatte ihn gebeten, die Sprachentwicklung der Schüler zu untersuchen und Verbesserungen vorzuschlagen. Prillwitz besuchte also den Lautsprachunterricht. Doch dann sah er auf dem Pausenhof, wie sich alle Kinder lebhaft in Gebärdensprache unterhielten. Er stutzte. Im Unterricht wird gesprochen und in der Pause gebärdet? Ja.
Wir begannen also mit Prillwitz zu forschen, lasen Bücher aus Amerika oder aus Schweden und stellten fest, dass Gebärdensprache tatsächlich eine eigenständige Grammatik besitzt, die mit Lautsprache und LBG nichts zu tun hat. Um das zu analysieren, hat er uns drei ausgesucht und in sein Team geholt, wo wir bis heute sind. Alexander, Wolfgang und ich, wir waren wirklich unzertrennliche Freunde, wie die drei Musketiere. Es kamen aber noch mehr Forscher hinzu, auch Dolmetscherinnen wie Regina Leven, Andrea Schaffers und Simone Flesser. So kamen die Dinge ins Rollen. Prillwitz stellte uns Fragen und wir antworteten, wie man etwas in DGS gebärdete. Er setzte das schriftlich in die Theorie um. Wir schafften es nicht, das alles vollständig zusammenzufassen. Wir dachten, wir könnten vielleicht ein erstes Buch zur DGS-Grammatik veröffentlichen. Aber die ganze Sache war ja unbekannt. Es gab noch kein Buch über DGS. Das war immer verdrängt worden. International gab es das aber bei uns nicht. Da hatten wir uns was vorgenommen. Wir starteten mit den Skizzen zu einer Grammatik der deutschen Gebärdensprache. Die hatten einen orangefarbenen Einband, deshalb nannten wir sie das Goldene Buch. Das wurde gedruckt und daraufhin initiierten wir den Internationalen Kongress Die Gebärde in Erziehung und Bildung Gehörloser. Es ist wohl das erste Mal im gesamten deutschsprachigen Raum, dass die Gebärdensprache der Gehörlosengemeinschaft als anerkannte deutsche Sprache an einem universitären Institut für deutsche Sprache erforscht und auch gelehrt wird. Anders als beim lautsprachbegleitenden Gebärdenkurs wird in unseren DGS-Kursen die Gebärdensprache der Gehörlosen mit ihrem eigenständigen Lexikon, Struktur und Grammatik gelehrt, ähnlich wie bei einem Fremdsprachkursus. Seit damals herrscht im Videostudio des Instituts für deutsche Gebärdensprache Hochbetrieb. Auf diesem Kongress zeigten die vier, worin sich DGS und LBG unterscheiden. Das war ein Schock für alle, denn damals dachte man, das gehört doch alles in einen Topf. Doch die vier zeigten auf, dass beides getrennt werden muss. Der Kontakt mit Linguisten und Sprachwissenschaftlern war natürlich enorm wichtig. So konnten wir gemeinsam die Grammatik unserer Sprache erforschen. Je mehr uns die Gesetzmäßigkeiten und Regeln unserer eigenen Sprache klar waren, umso besser konnten wir sie den Gehörlosen und den Hörenden verständlich vermitteln und weiter verbreiten. Zahlreiche Lexika und Gebärdensprachkurse auf Video und CD-ROM entstehen. Einmal gab es eine Veranstaltung in Bonn mit allen Landesverbänden aus ganz Deutschland. Fast alle waren sehr lautsprachlich erzogen oder später taub. Die drei Musketiere kommunizierten ganz selbstverständlich in DGS. Die anderen fanden das zu extrem und fragten, wie denn der richtige Satz lauten würde. Und vor allem, wie Gehörlose mit ihren hörenden Kollegen kommunizieren sollten. Heiko antwortete nur, ach, dafür gibt es Dolmetscher. Das gab eine Aufregung. Prillwitz nahm bei Besprechungen immer seine rechte Hand, Heiko Zienert, mit. Einmal sagte Heiko ganz offen, dass es wichtig sei, die deutsche Gebärdensprache gesetzlich anzuerkennen. Der damalige DGB-Präsident Wolfgang Schempin beschwerte sich bei Prillwitz, dass er gefälligst Heiko zurückhalten solle. Er wolle nur wissen, was Prillwitz dazu sage. Prillwitz meinte nur, wenn das Heikos persönliche Meinung ist, dann akzeptiere ich sie. Er als Gehörloser kann so etwas verlangen, ich als Hörender nicht.
Das ging Champin total gegen den Strich. Er war das richtige Naturell, um in dieser Kampfsituation die Kommunikation auch zwischen den Gegnern, auch mit Champin und mit den anderen im Deutschen Gehörlosenbund, aber auch in der Lehrerschaft, diese Kommunikation wirklich intelligent zu führen, den Streit, und trotzdem nicht zu verschrecken. Ja, diese Feier, ist die Eröffnungsfeier des Zentrums für deutsche Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser. Heiko war wirklich so die Galionsfigur. Und wie ich sagte, eigentlich war das so ein doppeltes Lieschen. Ich hätte nichts ohne Heiko machen können. Das wäre irgendein trockener Wissenschaftskram gewesen, wo ich Gehörlose ausquetsche. Und Heiko hat eben auch diese Universitätschance sehr gut genutzt, das haben wir gemeinsam dann gemacht mit den Projekten, dass wir nicht nur Wissenschaft gemacht haben, sondern Sozialpolitik. Das ist gut. Speziell auch. Prillwitz schaffte es, an der Universität die erste Lektorenstelle für einen Gehörlosen durchzusetzen. Die bekam natürlich Heiko. Er war von seiner Ausstrahlung her gut dafür geeignet, aber auch wegen seiner zeichnerischen Fähigkeiten. Wenn ich den Befehl gebe, bitte bewege dich, bitte mach diese Bewegung. Ja, und damit hatte ich Ihnen ein Beispiel für das Gebärdenlexikon gegeben. Viele Gehörlose sagen, DGS, die kommt aus Hamburg, das ist nicht von uns. Und du bist ja aus Hamburg, du bist dort Mitarbeiter im Gebärdenzentrum. Stimmt das? Ja, es stimmt, dass Gehörlose und Hörende oft nicht genau über die Forschungsarbeit im Zentrum Bescheid wissen. Sie glauben, dass wir hier wie in einem Chemielabor arbeiten. Und was dann herauskommt, das sind Hand- und Gebärdenzeichen, die wir dann verkaufen. Oder dass wir darüber bestimmen, diese Gebärde ist falsch und diese ist richtig, dass wir darüber entscheiden. So ist es nicht. Was mache ich für eine Forschungsarbeit? Die Gebärdensprache, die es überall gibt, im Norden, im Süden, wird mit Videoaufnahmen gesammelt und erforscht, in verschiedene Töpfe aufgeteilt und dann sprachwissenschaftlich analysiert und kategorisiert. Und davon machen wir Bücher, die wir verkaufen. Wir legen die Ergebnisse vor, ganz neutral, ohne jeden Zwang. Der beste Beweis ist, wir haben eine Umfrage unter Wissenschaftlern gemacht zur Anerkennung der Gebärdensprache. Unter Forschern, die an Universitäten arbeiten. Bis heute haben 220 Wissenschaftler aus ganz Deutschland, zum Beispiel aus Köln, Aachen, München und anderen Großstädten, für die Anerkennung der Gebärdensprache unterschrieben. Das ist alles saubere Arbeit. Auch Ulrich Haase begriff den Wandel der Zeit und begann umzudenken. Als Präsident des Deutschen Gehörlosenbundes setzte er sich auch politisch für die DGS ein. Aber die Basis dafür haben Heiko Zienert, Alexander von Mayen und Wolfgang Schmidt geschaffen. Ich habe Respekt vor ihrer Leistung. Professor Prillwitz, der Theoretiker, blieb immer ruhig und sachlich. Heiko und seine Mitstreiter waren die Praktiker und zugleich Revolutionäre. Sie haben das Bewusstsein der Gehörlosen verändert. Heute haben das viele schon vergessen. Aufbruchstimmung verbreitete sich. Wie hier bei der Riesendemo anlässlich der ersten deutschen Kulturtage der Gehörlosen in Hamburg 1993. Jetzt möchte ich noch mal sagen, warum diese Demonstration stattfindet, was eigentlich der Grund ist. Ich denke, alle wissen schon, dass Gebärdensprache da ist, dass sie eine richtige Sprache ist, dass wir uns gleichberechtigt fühlen mit dieser Sprache. Für die Entdeckung der DGS wurden Sigmund Prillwitz und sein Team
1997 mit dem Kulturpreis des Deutschen Gehörlosenbundes ausgezeichnet. Klar, man kann sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Einerseits wäre das vielleicht in Ordnung. Andererseits geht es auch um den Nachwuchs. Wir brauchen solche Leute wie uns drei. Egal, ob es nun Männer oder Frauen sind. Wir brauchen die neue Generation von selbstbewussten jungen Menschen, die auf das Erreichte zurückblicken und gleichzeitig auf die Gefahren der heutigen Gesellschaft schauen und dagegen etwas unternehmen. Das ist mein Wunsch. Wundervoll, diese Atmosphäre. Man fühlt sich hier so frei. Hamburg ist auch eine grüne Stadt. Toll. Schon ein Jammer, dass ich jetzt von hier weggehe. Adios.